Welche Version von Watch Dogs Legion ist jetzt eigentlich die richtige für dich? Ganz genau dich. Bleib dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Bei mir gibt's alles rund um Open World, RPGs und Shooter. Also bleibt mega gern mit dem Abo mit am Start, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, heute sprechen wir über Watch Dogs Legion. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das gar nicht bekannt, was es da im Detail gibt. Ich hatte da zum Glück schon vorab Zugang durch Ubisoft. Wir klären jetzt einmal, was es für unterschiedliche Versionen gibt. Und ja, es gibt auch einen Vorbestellerbonus. Da müsst ihr euch auf jeden Fall konzentrieren. Ansonsten passieren schlimme Dinge. Könnte sein. Übrigens gibt es auf meinem Zweitkanal Nahtfrag ein Assassin's Creed Valhalla Let's Play. Wer sich dafür begeistern kann und in den nächsten Tagen vermutlich dann auch ein Watch Dogs Legion Let's Play von mehreren Stunden. Auch das kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr Bock habt, dann schneid da gerne mal rein und dann wisst ihr, ob ihr das Spiel feiert oder nicht. Also wie gesagt, Nahtfrag, nicht Fragnard. Fangen wir an mit den Vorbesteller-Boni und da gibt es drei Sachen. Einmal die Krönung der Schöpfung, das ist halt ein Kopfschmuck. Eine Krone, dann gibt es ein Lachs-Autodesign, das ist so Gold und mit einer coolen Textur gemacht, finde ich eigentlich ganz geil. Und dann die Schlangenschwestern-Waffen, ja, das ist ein Waffendesign für Pistolen oder Nagelpistolen scheinbar auch. Bin ich gespannt, wie das im Game aussieht, ist halt einfach Gold und wenn du pre-orderst, dann kriegst du das halt. Viel spannender ist dann halt die Standard-Edition, da ist halt das Spiel drin. So, weiter geht's übrigens mit der Gold-Edition, was eben die nächstgrößere Version ist. Und dort gibt es einmal das Spiel drin, voll geil, dass es auch wieder dabei ist. Und dann eine Story-Erweiterung, die im Rahmen des Season Passes kommt. Denn der Season Pass, der kommt zusätzlich zum Hauptspiel in der Gold-Edition. Im Season Pass ist neben der Story-Erweiterung, also klassischerweise ein DLC, 4 einzigartige Helden, die es auch nur im Season Pass dann zu geben scheint. Und 4 Stück, die es dann nur im Season Pass gibt, die kriegt ihr dann auch. Außerdem gibt es weitere DedSec-Missionen, das sind dann wahrscheinlich einzigartige Missionen im Auftrag der Hacker und die Watch Dogs Complete Edition, tatsächlich Watch Dogs 1. Watch Dogs 2 gab es ja jetzt auf der Ubisoft Forward für PC gratis und Watch Dogs die Complete Edition vom ersten Tag gibt es jetzt auch nochmal kostenlos, könnt ihr euch die Zeit vertreiben, jetzt habt ihr 2 Games, die ihr vorher zocken könnt. Außerdem gibt es noch zusätzlich ein DedSec Autodesign, ist ganz cool, ist einfach ein weißer Schlitten, kann man nicht ganz genau im Detail erkennen, was da jetzt mit dabei ist, aber hey, warum nicht mitnehmen? Allerdings, digitale Inhalte sind fiktiv, das muss man sich immer vor Augen halten. Die nächstgrößere Version ist natürlich die Ultimate Edition und da ist das Hauptspiel drin und der Season Pass. Den Season Pass habe ich euch ja gerade schon erläutert. Dazu kommt aber noch das Ultimate-Paket. Und in diesem Ultimate-Paket sind 3 spielbare Charaktere, also ihr habt hier dann insgesamt 7 weitere Charaktere. Die sehen ganz lustig aus eigentlich und ziemlich abgefahren. Ich glaube, dass das auch einzigartige sind im Ultimate-Pack. Außerdem habt ihr 4 Wochen VIP-Status und da muss ich sagen, was ist denn dieser VIP-Status genau? Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist mir das nicht bekannt und ich hoffe nicht, dass es irgendwie so ein Online-Premium-Status ist, sondern irgendwas Kleines. Ja, irgendwie mehr EP oder irgendwie sowas. Außerdem gibt es das Londoner Systemkritiker-Pack dazu. Da sind ein paar kleine süße digitale Inhalte nochmal mit dabei. Nicht der Rede wert, aber der Rede wert ist tatsächlich die Collector's Edition. Am Ende sage ich euch nochmal, welche Version ich euch übrigens empfehle. Und ja, jetzt Collector's Edition, wie gesagt. In der Collector's Edition ist auf jeden Fall ziemlich viel drin und sie ist natürlich auch etwas teurer. Watch Dogs Legion ist drin, die Ultimate Edition ist drin, also quasi Season Pass plus das Ultimate Pack ist auch nochmal mit dabei. Dann habt ihr 3 Sticker. Absolut krass, oder? Ein doppelseitiges Propaganda-Poster. Alle lieben Propaganda, deswegen Randa. Ja, ist halt dabei, kann man sich an die Wand klatschen, kann man auch sein lassen. Geil finde ich auf jeden Fall hier diese Papphülle, in der das Spiel dann zu kommen scheint. Das sieht relativ cool aus. Außerdem gibt es die Dead Crone Maske, auch genannt Kronenmaske. Das ist eine LED-Krone auf so einem Totenkopf und die braucht 2 Batterien und dann leuchtet sie. Das finde ich ganz lustig. Also so ein Leuchteschmuck, den feiere ich so im Stream irgendwie hier hinten zu sehen oder so. Ubisoft, das wäre nicht schlecht, oder? Nein, auf jeden Fall ein exklusives Steelbook, das gibt es auch nochmal dazu. Das finde ich schick, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr schick. Ich mag dieses rot-türkise Design gerne. Im Hintergrund meine Lampen sind türkis-orange. Muss ich nochmal anpassen für Watch Dogs Legion Farben. Und ja, das waren tatsächlich die ganzen Inhalte. Ich persönlich muss sagen,
Ich würde zur Standard-Edition greifen, weil ich noch nicht abschätzen kann, wie gut der Season Pass ist, ob sich das wirklich lohnt. Von daher meine klare Empfehlung, Standard-Edition, mal gucken, wie das Spiel wird und dann zuschlagen. Aber wo zuschlagen? Ihr könntet noch bei meinem Partner eneba.com vorbeischauen. Dort gibt es nämlich nicht nur alte Watch Dogs-Teile günstig zu kaufen, sondern auch zum Beispiel PlayStation Network Guthaben. Dort gibt es für 43 Euro 50 Euro PlayStation Network Guthaben. Das ist ein ziemlich gutes Angebot. Und mit dem Code FRAGNAR, den ihr im Warenkorb dann nochmal eingeben müsst, separat, spart ihr nochmal 3%. Da müsst ihr nochmal gucken, wo das dann genau geht. Es ist beim Checkout. Und ich freue mich über die Unterstützung, wenn ihr da nochmal reinschneidet und selber nochmal ein bisschen Geld spart. Wenn ihr auf PlayStation vorbestellt, absolute Pflicht natürlich mit dem PlayStation Network Guthaben dort. Ihr müsst nur aufpassen, dass es übrigens für das richtige Land ist, also für Deutschland, nicht irgendwie für was anderes. Ansonsten könnt ihr damit nichts oder weniger anfangen. Ja, das waren alle Editionen von Watch Dogs Legion. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich habe es ja schon spielen dürfen. Wer sich noch nicht sicher ist, schaut sich gerne nochmal mein 4-Stunden-Review dazu an. Das ist kein Review, was 4 Stunden geht, sondern ein Review über meine 4 Stunden Spielzeit des Spiels. Hat Spaß gemacht und ich freue mich, euch bald wiederzusehen, wenn es heißt Rambazamba in Entenhausen in London oder in East Anglia zum Beispiel. In Valhalla, bis später, euer Peter. Und natürlich gern hier nochmal die Glocke aktivieren, damit ihr gar nichts verpasst. Auch nichts über Döner Kebab. Ciao, Leute. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner, bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.